Der evakuierte Ort Niederaltaich. Die Lage scheint sich hier etwas entspannt zu haben. Die Straßen des vom Hochwasser betroffenen Ortes sind wieder relativ belebt. Die ersten Bewohner haben bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. Viele kehren zurück in ihre Häuser, um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen. Also laut den ganzen Augenzeugen ist das Haus von meiner Mama verschrumpelt. Und ja, jetzt schauen wir halt einfach mal nach dem Rechten. Das muss wirklich nur so als einziges noch rausschauen. Das Wasser aus den Straßen von Niederaltaich geht sichtbar zurück. Kaum zu glauben, dass vor einem Tag noch die ganze Ortschaft überflutet war. Dazu kam es nicht etwa, weil der nahe Damm gebrochen war, sondern Wassermassen vom benachbarten Winzer nach Niederaltaich flossen. Wie sich jetzt herausstellte, Glück im Unglück. Denn die Schlammmassen blieben so aus. Doch die momentane Situation darf immer noch nicht unterschätzt werden. Wir haben immer noch 7 Meter, weiß ich nicht, 45, 50 Wasserhöhe. Das ist noch immer eine Wasserhöhe, die wir die letzten 15 Jahre nicht gehabt haben. Das ist noch immer eine recht Rekordhöhe. Und der Damm ist natürlich jetzt eine Woche lang aufgeweicht und dementsprechend hergekommen. Es ist noch immer sehr, sehr gefährlich. Seit Sonntag haben die freiwilligen Helfer gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt den Damm verstärkt und erhöht. Geschlafen hat hier keiner viel. Dennoch sind die Freiwilligen immer noch guter Dinge und darüber hinaus auch noch hilfsbereit zu uns. Einige von ihnen sind im Wechsel zu Dammwachen unterwegs. Sie informieren die wartenden Einsatzkräfte sofort, falls es eine Schwachstelle gibt. Ihre Arbeit wird ihnen aber durch Schaulustige immer wieder erschwert. Die Dämme sind äußerst instabil und dürfen unter keinen Umständen betreten werden. Zudem werden sie noch durch einen anderen Faktor belastet. Die Feuerwehrkommandanten entlang der Donau versuchen händeringend irgendjemand zu erreichen, der den Herrschaften ganz da oben klar macht, dass sie nicht mit diesen Hubschraubern 100 Meter über den Damm fliegen sollen, weil die Rotoren vibrieren. Wir stehen da vorne am Damm und der Damm ist immer noch sehr, sehr marode. Wir sind nicht durch. Wenn der Damm zwischen Niederaltaich und der Seebach bricht, dann saufen wir ab, Kameraden. Die Evakuierungen im Landkreis Deggendorf wurden erst teilweise aufgehoben. Betroffene mit Hausbrunnen sollten unter keinen Umständen ihr Wasser trinken, ohne es abzukochen. Wann die völlig überschwemmten Häuser in Niederaltaich, Fischerdorf und Winzer wieder betreten werden können, ist noch nicht absehbar. Trotz dieser vielen schlechten Nachrichten ist das Krisenteam am Landratsamt langsam vorsichtig optimistisch. Der Regen, der am Wochenende kommen soll, wird die Situation wahrscheinlich nicht verschärfen. Die Wetterprognosen, die dem Krisenteam vorliegen, sagen bis jetzt lediglich Schauer voraus. Diese seien laut Krisenstab für die Dämme nicht so belastend wie Dauerregen.